Heute möchte ich euch mal erklären, was ein Ahlenfelder ist. Bei einem Fußballspiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96 pfiff der Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder das Spiel. Dieses Spiel sollte unvergessen bleiben und in die Geschichte eingehen. Denn der Schiri pfiff das Spiel bereits nach 32 Minuten ab. Der Trainer von Hannover 96 meinte, dass der Schiri wohl einen im Tee hatte. Daraufhin pfiff der Schiri das Spiel wieder an. Danach gab Ahlenfelder zu, dass er sich vor dem Spiel ein Bier und einen Schnaps gegönnt habe. Wenn man also heute im Umfeld des Weserstadions einen Ahlenfelder bestellt, bekommt man genau diese Kombination, ein Bier und einen Schnaps. Somit ein Ahlenfelder ist eine Kombination, ein Bier und ein Schnaps dazu. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Wissen etwas beibringen. Würde mich über ein Like freuen mit dem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Und schreibt mir doch in den Kommentaren, was ihr sonst noch so gerne wissen würdet. Vielleicht kann ich darüber dann für euch ein Video machen.